Du bist neu in der ketogenen Ernährung oder du kennst jemanden, der jetzt gerade mit der ketogenen Ernährung anfangen will, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video möchte ich dir kurz und prägnant alle wichtigen Basics zeigen, die du brauchst, um erfolgreich in eine ketogene Ernährung einzustarten. Falls du jemanden kennst, der mit der ketogenen Ernährung starten möchte, dann leite ihm dieses Video gerne weiter. Es wird ihm helfen, vernünftig und schnell in die Ketose zu kommen. Mittlerweile ist die ketogene Ernährung sehr bekannt in Deutschland und immer mehr Menschen steigen in diese Ernährungsform ein, weil sie ein besseres Hautbild wollen, weil sie abnehmen wollen oder weil sie sich einfach besser fühlen wollen. Allerdings werden gerade am Anfang sehr, sehr viele Fehler gemacht. Darum werde ich versuchen, in diesem Video euch so einfach wie möglich zu erklären, wie ihr in einer ketogenen Ernährung startet und vor allen Dingen, dass ihr gar nichts braucht, außer richtigem Essen. Ich möchte gar nicht zu theoretisch werden und euch erklären, was genau und wie das funktioniert. Nur ganz kurz, eine ketogene Ernährung heißt ketogene Ernährung, weil ihr euren Treibstoff ändert. Das heißt, bisher laufen wir zum Großteil auf Glucose, das heißt Kohlenhydrate. Also Kartoffeln, Nudeln, Reis etc. Das möchten wir gerne ändern, indem wir unseren Körper dazu bringen, Fett zu verbrennen und daraus sogenannte Ketonkörper herzustellen. Diese Ketonkörper haben für uns viele Vorteile. Nicht nur gesundheitliche Vorteile, auch sind sie zum Beispiel fürs Gehirn deutlich besser. Weil euer Körper im Prinzip erst dann Ketonkörper herstellt, wenn er in Stress kommt. Das heißt in Phasen, wo es nichts mehr zu essen gibt. Ihr könnt nichts mehr extern zu euch führen, dann geht der Körper an seine Körperreserven. Und Ketonkörper sind mehr als nur ein Treibstoff. Ketonkörper sind auch gleichzeitig noch eine Art Warnsignal für euren Körper. Wir haben jetzt den letzten Punkt erreicht. Jetzt musst du mir bitte einen Boost geben, damit ich die Möglichkeit habe, nochmal an Essen ranzukommen. Also dein Kopf wird fokussierter und auch deine Leistungsfähigkeit geht deutlich nach oben. Du musst es nur richtig nutzen und vor allen Dingen richtig steuern. Okay, das soll zur Theorie reichen. Jetzt beginnen wir direkt mit der Praxis. Wie kommst du am einfachsten in eine ketogene Ernährung rein? Dazu musst du durch ein paar Phasen gehen. Die Phase 1 ist, du musst deine Küche aufräumen. Du musst alles verbannen, was Kohlenhydrate hat. Das bedeutet Kartoffeln, Nudeln, Reis, ganz oben natürlich Zucker, alles was du an Stärke hast und vor allen Dingen auch Pflanzenstoffe, die zu viel Stärke enthalten. Das sind zum Beispiel Wurzelgemüse. Generell kannst du sagen, dass du in der ketogenen Ernährung als Faustformel lieber die Sachen isst, die über der Erde wachsen, als die unter der Erde. Das ist eine Faustformel, mit der du eigentlich immer sehr gut klarkommst. Das zweite ist die Farbe. Umso grüner etwas ist, umso weniger Kohlenhydrate enthält es. Das heißt, du versuchst im Prinzip Dinge zu essen, die über der Erde wachsen und möglichst grün sind. Umso weiter es in die rote Farbe übergeht, umso unwahrscheinlicher ist, dass es wirklich optimal für die ketogene Ernährung ist. Also Punkt 1, alle kohlenhydratenhaltigen Dinge raus und versuch dein Gemüse so umzubauen, dass du nach Möglichkeit Gemüse hast, das über der Erde angebaut wird und möglichst grün ist. Das zweite ist Eiweiß. Bei Eiweiß ist es so, du kannst theoretisch so viel essen, wie du willst. Weil, wenn du vernünftig dich ketogen ernährst, wirst du relativ schnell deinen Hunger verlieren. Und auch deine Lust auf Eiweiß geht runter. Eiweiß soll dich aber am Anfang mit satt machen. Darum, schau nicht darauf, wie viel Eiweiß du isst. Hab keine Angst davor, dass dein Eiweiß in Zucker umgewandelt wird. Das funktioniert, aber da musst du so hoch gehen, dass du damit ein Problem bekommst. Und glaub mir, so viel isst du nicht über längere Zeit. Wichtig ist nur, dass wenn du Eiweiß isst, du wirklich echtes Eiweiß isst. Das ist ein Punkt, der bei Keto generell sehr wichtig ist. Sobald etwas eine Inhaltsangabe hat, lass es weg. Das heißt, du versuchst wirklich, gesunde Dinge zu essen. Nimm als Beispiel Gemüse. Wenn du Gemüse aus einem Glas hast, hast du Konservierungsstoffe drin, du hast je nachdem Salze drin, sogar Zucker und so weiter und so weiter. Hast du einen einfachen Brokkoli, hast du Brokkoli. Punkt. Darum, versuch immer Dinge zu essen, die wirklich keine Packungsbeilage haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch bei Eiweiß keine Würstchen, keine verarbeiteten Lebensmittel, sondern iss Fleisch, iss Fisch, iss Eier. Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Der dritte Punkt ist das Fett. Keto ist eine Ernährung, in der du klassischerweise viel Fett zu dir nimmst, wenig Kohlenhydrate und moderat viel Eiweiß. Aber was bedeutet das? Du brauchst am Anfang, um in die Ketose zu kommen, ruhig eine ganze Menge Fett. Weil umso mehr Fett du hast, umso weniger Kohlenhydrate du hast, umso einfacher fällt es deinem Körper am Anfang Ketonkörper herzustellen. Und die möchtest du haben. Du möchtest am Anfang dich einmal in die Ketose bringen. Und das funktioniert am einfachsten mit viel Fett. Versuch aber auch die Fette, die du isst, gute Fette zu haben. Das heißt zum Beispiel Fett, was an Fleisch ist. Versuch kein Muskelfleisch zu essen, kein Filetsteak, sondern versuch wirklich Fleisch zu essen, wo ruhig was Fett dran ist. Wenn du Hühnchen isst, isst ruhig die Haut mit. Wenn du kochst, koch mit guten Fetten. Versuch Fette zu nehmen wie Avocadoöl, Olivenöl, Ghee, Butterschmalz oder ähnliche Dinge. Versuch von den hochverarbeiteten und industriell hergestellten Fetten möglichst wegzubleiben, sowas wie Sonnenblumenöl. Versuch es komplett aus deiner Ernährung rauszunehmen, weil Keto ist auch eine Ernährungsform, die
dir sehr gut hilft, Entzündungsprozesse im Körper runterzubringen. Und diese hochverarbeiteten Fette machen genau das Gegenteil. So, jetzt kommst du in die Ketose. Woran merkst du das? Viele Menschen testen. Ich würde euch immer empfehlen, nicht zu testen, weil es sagt nichts aus. Weil was testet ihr? Ihr testet euren Ketongehalt im Blut. Aber ihr nehmt zum Beispiel exogene Ketone oder ihr nehmt mal etwas mehr MCT-Öl, dann habt ihr einen höheren Wert an Ketonkörper im Blut, aber das heißt nicht, dass ihr in der Ketose sein müsst. Ihr habt einfach nur mehr Ketonkörper im Blut. Das ist alles. Darum, diese Tests bringen euch nichts, das bringt dem Hersteller was oder dem Influencer, der dir sagt, schau unten in den Link, da findest du ein Testgerät, das dir zeigt, wann du in der Ketose bist, weil das tut es nicht. Ketose spürst du. Was ganz unweigerlich ist, um wirklich zu merken, dass du in der Ketose bist, ist, dass du keinen Hunger mehr hast. Du kannst noch so viele Ketonkörper im Blut haben, es ist total egal. Solange du Hunger hast, bist du nicht richtig in der Ketose. Wenn du nicht richtig schläfst, wenn dein Hautbild sich nicht verbessert, wenn du dich nicht wohlfühlst und so weiter, wenn diese Dinge nicht passieren, wenn du dich einfach nicht gut fühlst, bist du nicht in der Ketose, egal was so ein komisches Testgerät dir sagt. Darum, glaub nicht an die Testgeräte. Aber jetzt bist du wirklich in der Ketose. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst die Ketose machen, um zum Beispiel abzunehmen, oder du kannst die Ketose aus gesundheitlichen Gründen machen. Beides sind ganz verschiedene Dinge und beide werden auch unterschiedlich gesteuert, weil da kommt es dann wieder auf die Ketonkörper an. Willst du abnehmen, brauchst du keine Ketonkörper. Jetzt werden die meisten geschockt sein und sagen, ja, aber ich habe gehört, man braucht Ketonkörper. Nein, brauchst du nicht. Ketonkörper sind, wie gesagt, einfach nur ein Beiprodukt des Augenblicks, wenn du Fett verbrennst. Weil selbst wenn du einen geringen Anteil an Ketonkörpern nur im Blut hättest und du das spürst, dann bist du in der Ketose und dann verbrauchst du auch Körperfett. Es bringt dir gar nichts mehr, Ketonkörper zu haben, weil wie gesagt, das ist nur ein Botenstoff und nur ein Beiprodukt. Und das ist ein Fehler, den viele Leute machen und das ist eins, woran du vielleicht schon sehr viel Geld ausgegeben hast. Und wenn du jemanden kennst, dem das schon passiert ist, dann leite ihm gerne dieses Video weiter, weil es gibt sehr, sehr viele Influencer, die sagen, du musst exogene Ketone bei mir kaufen oder du musst mein MCT-Öl kaufen oder wenn ich backe, mache ich hinterher noch Öl drüber oder du musst einen Kaffee mit Butter drin trinken, um deine Ketonkörper hochzukriegen. Das willst du aber doch gar nicht. Wenn du krank bist, ist es eine komplett andere Sache, aber die meisten Leute hier wollen abnehmen und dann sollten deine Ketonkörper gar nicht zu hoch sein, weil du sollst sie benutzen, damit dein Körper immer wieder sagt, ich muss neue Ketonkörper herstellen und nicht aus dem, was du extern zu dir führst, Ketonkörper herstellen. Das bringt dir erstmal gar nichts, geschweige denn, du bist krank. Und damit kommen wir auch zur zweiten Möglichkeit. Sehr viele Menschen sind nämlich krank. Und dabei rede ich gar nicht von Diagnosen, die du schon bekommen hast, sondern zum Beispiel von der sogenannten Insulinresistenz. Das bedeutet, dein Körper schüttet die ganze Zeit Insulin aus, zu viel, deine Körperzellen haben aber schon dicht gemacht, er schüttet weiter aus, du hast die ganze Zeit Hunger und dir fällt es unheimlich schwer abzunehmen. Wenn du Keto machst, hört dein Körper auf, Insulin auszuschütten in diesem Maße und das wird sich regulieren, aber das kann eine Weile dauern. Und dann kann es passieren, dass du am Anfang gar nicht abnimmst, egal was du machst. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum du mit der ketogenen Ernährung startest, aber nicht abnimmst. Aber glaub mir eins, solange du die ketogene Ernährung richtig machst, das heißt, du bleibst unter 20 Gramm Kohlenhydraten am Tag, du hältst dein Eiweiß hoch und du nimmst nur so viel Fett zu dir, wie du wirklich verbrauchen kannst, wirst du auch in der Ketose sein und wirst du auch irgendwann abnehmen. Aber wie gesagt, zum Beispiel eine Insulinresistenz kann Monate dauern, bis du da rauskommst. Aber ganz ehrlich, sei froh, wenn Keto dir hilft, da rauszukommen, weil es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit außer Medikamenten, dich da wirklich rauszukriegen. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie es funktioniert, in die Ketose zu kommen, wie einfach es ist und welche Schritte du gehen solltest, um in die Ketose zu kommen. Und vor allen Dingen, dass du von niemandem irgendetwas kaufen musst, um ketogen zu leben, außer von deinem Laden, wo du gesundes Essen kaufst. Wenn du weitere Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Das würde mir und meinem Kanal unheimlich weiterhelfen. Und wie gesagt, wenn du jemanden kennst, der in die ketogene Ernährung reinkommen möchte und vielleicht Probleme hat oder schon rausgegangen ist, weil ihm gesagt wurde, er soll viel zu viel Fett zu sich nehmen, dann leite ihm gerne dieses Video weiter und du wirst sehen, es funktioniert dann auch. Ich danke dir für deine Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.